im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Geistes sind wir hier. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Geistes feiern wir. Wo zwei oder drei sich in deinem Namen treffen, bist du mit dabei. Und mitten unter uns. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Geistes sind wir hier. Im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Geistes feiern wir. Wo zwei schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam feiern, Gott loben, Gott preisen mit Liedern, dass wir uns erinnern, wie das damals war und einen Weg beschreiten. Von Karfreitag über Ostersonntag, Ostermontag bis hin zu uns. Und unser Wunsch ist, dass ihr euch einladen lasst zum Mitsingen, zum Loben, zum Preisen, zum Nachdenken und zum Eintauchen. Dass wir gemeinsam Gott begegnen. Erinnert ihr euch noch, wie es war? An Karfreitag. Wir halten Rückschau. Ich lese aus Matthäus 27, die Verse 31 bis 44. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er es nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber. Wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen,
Anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Matthäus 27, die Verse 45 bis 50. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Es war noch nie so dunkel, nie so kalt. Ein Kreuz auf einem Hügel, starre Schweigen, Hohn und Spott. Die Liebe stirbt an Gleichmut und Gewalt und flüstert leise Worte. Warum bist du fort, mein Gott? Schuldlos, schuldig und verraten. Hängst du zwischen Gott und Welt, bist in unseren Krieg geraten und machst Frieden, der ewig hält. Machst Frieden.
nie so dunkel, nie so kalt, doch so bricht Gottes Gnade heiß in unsere kühle Welt. Liebe besiegt gewaltig die Gewalt, wir feiern die Versöhnung zwischen Gott und seiner. Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Der Sabbat war vorüber. Da kamen ganz früh am ersten Wochentag Maria aus Magdala und die andere Maria. Sie wollten nach dem Grab sehen. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Er ging zum Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Jesus ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht, hier ist die Stelle, wo er gelegen hat. Jetzt geht schnell zu seinen Jüngern, sagt ihnen, Jesus wurde von den Toten auferweckt. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Auf diese Botschaft könnt ihr euch verlassen. Die Frauen waren erschrocken und doch voller Freude. Schnell liefen sie vom Grab weg, um den Jüngern alles zu berichten. Da kam ihnen Jesus selbst entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen zu ihm, berührten seine Füße und warfen sich vor ihm zu Boden. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Ist erstanden von der Matte alle, das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ. Kyrie eleis. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Es sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Thank you.
uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Volle Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus meine Hoffnung. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter. Der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Wir beten. Ostern, mein Gott, dein Ostern, da hat das Leben den Tod besiegt. Doch Gott, noch ist mein Leben vom Tode gekennzeichnet. Ostern, mein Gott, dein Ostern, da hat die Freude das Leid besiegt. Doch Gott, noch immer trage ich Trauer, ich ahne das Neue, doch noch sind Schatten über meiner Zeit. Zünd dein Osterlicht an, mein Gott, stell mich in deinen hellen Schein. Ich bitte dich, Gott, erbarme dich. Amen. Als die Jünger von Emmaus Jesus schließlich erkannt hatten,
als diese Scheuklappen gelöst waren, sie waren ja die ganze Zeit mit ihm unterwegs gewesen, da gab es für sie kein Halten mehr. Sie mussten zurück nach Jerusalem und sie rannten die ganze Strecke, wo sie vorher den ganzen Tag gebraucht hatten, dann kurz mal zurück. Weil sie in sich diese große Lebendigkeit und Freude spürten, war das kein Problem. Dieser Weg machte ihnen nichts mehr zu schaffen. Im Gegenteil, sie rannten. Ihre Freunde, alle sollten es erfahren, dass Jesus lebt, dass die Hoffnung nicht zu Ende ist, dass Jesus auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat. Er, der Erlöser, starb, um sie aus der Macht des Todes zu befreien, um die Ketten zu sprengen. Jetzt endlich hatten sie verstanden. Und als sie bei ihren Freunden waren, da erschien ihnen der Auferstandene nochmal. Nicht nur den beiden, sondern alle, wie wir im Lukas-Evangelium hören. Aus Lukas 24, die Verse 36 bis 43. Während sie noch redeten, stand der Herr plötzlich mitten unter ihnen. Er sagte: Friede sei mit euch. Da erschraken alle und fürchteten sich, denn sie meinten, ein Gespenst zu sehen. Und er sagte zu ihnen: Warum seid ihr so erschrocken? Und warum zweifelt ihr in euren Herzen? Ich bin es wirklich. Seht meine Hände und Füße an. Fasst mich an und überzeugt euch selbst. Ein Gespenst hat weder Fleisch noch Knochen, wie ihr sie bei mir sehen könnt. Während er so redete, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen und waren außer sich vor Staunen. Da fragte er: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Sein Blut bedeckt meine Schuld.
Wir beten. Himmlischer Vater, du wischst uns die Tränen ab schon hier und jetzt. Und du wendest unsere Klage in österliches Staunen, weil du lebst. Du gibst uns neuen Lebensmut, wo wir zweifelnd sind, weil der Tod unser Leben überschattet, weil Zwietracht herrscht, Gewalt und Not. Doch durch dich haben wir Hoffnung, Hoffnung auf ein Leben, wo alles gut sein wird, wo Menschen vereint miteinander unterwegs sind, in Frieden, in Liebe und ohne Krankheit, Streit und Not. Wir bitten dich, lass uns erfüllt von deiner Liebe, erfüllt von der Osterbotschaft, als deine Zeugen in diese Welt gehen und die Liebe, die du schenkst, weitertragen, damit andere von dieser Liebe erfahren, damit aus einer hoffnungslosen Welt eine Welt voller Hoffnung und voller Leben wird, weil ein Stück Himmel auf Erden geschieht, wo Menschen an dich glauben. So bitten wir dich. Sei du dort, wo Gewalt herrscht, und hilf du, dass wir unseres dazu tun, Gewalt zu überwinden. Sei du dort, wo Zweifel herrscht, und hilf du uns, lebendige Zeugen deiner Hoffnung zu sein. Sei du dort, wo Leben zu Ende geht, und hilf uns, angesichts des Todes von dem Leben zu reden, das du uns durch deine Auferstehung schenkst. All unser Gebet schließen wir ein in die Worte, die du selbst uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam einen Weg gehen über Karfreitag nach Ostern. Warum ist das wichtig? Warum erinnern wir uns an längst vergangene Zeiten, an Geschichten von früher? Verschiedene Stellen aus dem Johannesevangelium, die geben uns da immer wieder Aufschluss und wir wollen sie hören. Jesus spricht in Johannes 11: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus spricht in Johannes 14: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und im selben Kapitel sagt Jesus: Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Jesus spricht in Johannes 16: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Manchmal sind die Schatten über unserem Leben zu groß. Manchmal sehen wir nicht darüber hinaus. Manchmal werden wir verklemmt dadurch, eingeschränkt. Und dann reicht es nicht, dass wir uns erinnern. Da reicht es nicht, dass wir feiern. Manchmal braucht es, dass wir diese Worte, diese Ich-Bin-Worte beispielsweise, zugesprochen bekommen. Dass wir es hören. Es bringt mir nichts, wenn ich weiß, mir ist meine Schuld vergeben. Wenn ich tief in Schuld verstrickt bin, dann muss ich hören, dass mir jemand sagt, du bist frei. Deine Schuld ist dir vergeben. Wir leben in einer Zwischenzeitenwelt. Es gibt Zeiten, da sind wir himmelhoch jauchzend und spüren, Gott ist da. Wir spüren seine Gegenwart, erleben sie und denken, yeah, alles gut. Und ich bin Gottes Kind, empfangen seine Liebe. Und die anderen Zeiten, da sind wir tief betrübt, weil nichts klappt, wie wir es uns vorstellen. Und mag unser Ziel noch so fromm sein oder unsere Not viel zu schwer, dann brauchen wir es, dass wir es hören. Und das Spannende ist, es ist Jesu ureigenster Wunsch, dass wir aus tiefstem Herzen glauben können. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir in Beziehung mit diesem Gott treten, auf du und du, dass wir Gottes Kinder sind
und Abba, lieber Vater sein. Dass wir gerettet sind und ihn als unseren Herrn anerkennen. Aber manchmal sind wir so mit Scheuklappen unterwegs, dass wir ihm kaum folgen können. Wir alle brauchen ihn. Ohne ihn können wir nicht sein. Thank you.
Jesus wünscht sich nichts mehr, als dass wir Gott Vater nennen, mit ihm auf Du und Du unterwegs sind. Dass wir aufhören zu urteilen, wer jetzt christlicher und weniger christlich ist. Sondern dass wir selber auch von demselben Wunsch beseelt sind, dass der Nächste Jesus findet, in dem Wissen, ich brauche seine Gnade genauso. Ich brauche seine Liebe genauso wie jeder andere. Ich brauche seine Fürsorge, ich brauche seine Rettung. Ich brauche genauso, dass er mich aus dem tiefsten Schlamassel herauszieht, in dem ich manches Mal drin stecke. Und gerade deshalb braucht es diesen Zuspruch, den wir hören müssen, mit offenem Herzen. Wo einer zu mir, zu dir sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr hat am Kreuz für dich gelitten, damit du leben darfst. Deine Hoffnung lebt, du hast einen Platz im Himmel. Und alles, was in dieser Welt ist, mag Zumutung sein, aber es ist nicht das Ende. Am Ende wird alles gut sein. Es braucht diesen Moment, wo ein anderer mir ins Leben spricht und das Licht der Auferstehung dadurch in mein Leben scheinen lässt. Es braucht diesen Moment, wo Jesus uns berührt. Anrührt durch sein Wort, durch seine Gnade, durch seine Liebe. Und dann kommt dieses Wort aus dem ersten Johannesbrief. Mich hat es durch die Corona-Zeit tatsächlich durchgetragen und vielleicht trägt es euch auch. Mir hat es geholfen. Wo die Liebe Gottes ist, da hat Angst keinen Platz. Wo die Liebe Gottes uns durchdringt, da muss alle Angst weichen, weil wir diese Hoffnung in dieser Liebe ganz und gar erfahren. Und wenn du morgen dann wieder allein bist, in einem Alltag voll Ratlosigkeit, wenn das Singen und Lachen verstummt ist, überlagert von Ärger und Streit, in die lähmende Angst vor der Zukunft, in das Erschrecken vor Krankheit und Leid, klingt seit Ostern das Lied eines Siegers. Keine Angst, ich bin da. Ob es wahr ist, dass Jesus Christus hier unter uns lebt. Gibt es Menschen, durch die er dir nah ist? Alle Lieblosigkeiten vergib. Durch einen Türspalt dringt Licht aus dem Festsaal in unser Zimmer der Diesseitigkeit. Und bevor sich die Tür für dich öffnet, klingt von drüben ein Lied in die Zeit. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, darum fürchte dich nicht. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, darum fürchte dich nicht. Die Angst hat ausgespielt. Das Leben siegt. Ein Leben voller Liebe. Wir sind fast am Ende.
Herzlichen Dank allen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Danke, dass wir in Wallhausen und auch hier miteinander gestalten können. Wunderschön. Wenn ihr am Ausgang etwas einlegen wollt, dürft ihr es gerne tun. Das Opfer ist für die beiden Kirchengemeinden oder am See und Wallhausen je halb-halb bestimmt. Dann sind noch ein paar wenige anzukündigen. Am Mittwoch herzliche Einladung zu PS 23 nach Crailsheim. Da kommt Adonia mit dem Petrus-Musical. Nochmal gehen wir diesen Weg und nochmal darf Hoffnung in uns laut werden, in diesen Liedern, die wir da hören. Es lohnt sich hinzugehen. Und am Sonntag für Ruth am See ist Gottesdienst zur Eiweihung der Martinskirche. Wir haben Ständerling dabei, der Architekt wird ein bisschen erklären, was alles gemacht wurde. Kommen Sie, schauen Sie sich die Kirche an und genießen Sie sie. Für Wallhausen ist Gottesdienst um 10.30 Uhr in Scheinbach mit Pfarrer Lennart Meissner und um 19 Uhr hier in der St. Veit-Kirche ein Orgelkonzert. Wir dürfen gemeinsam in diesen Tag und diese Woche gehen, in dem Wissen, dass Gott uns begleitet, dass seine Liebe mit uns ist, dass wir nicht mehr alleine bleiben müssen, weil der, der den Tod besiegt hat und der über alle Zeiten leben wird, weil er mit uns geht und uns begleitet. Mit seinem Segen sind wir unterwegs. Darum geht es auch im nächsten Lied. Wenn ihr wollt, steht gern dazu auf, dieser Gott segne dich. Es gibt heute keinen gesprochenen Segen, sondern wir singen uns diesen Segen gemeinsam zu.
Ostermontag. Wir hören noch das Nachspiel der Orgel.